Entscheidend für die Leistungsfähigkeit des Sonnenkollektors ist der Absorber. Speziell für das Selbstbausystem eignet sich der Sunstrip-Absorber. Er besteht aus einzelnen Aluminiumplatinen mit eingepressten Kupferrohren. Aluminium verfügt über gute Wärmeleitfähigkeit, geringes Gewicht und geringen Materialpreis. Das Kupferrohr gewährleistet eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und eine solide Verbindungstechnik. Auf diese Weise wird eine optimale Werkstoffkombination erreicht. Hohe Arbeitstemperaturen werden beim Sunstrip-Absorber durch eine selektive Beschichtung erzielt. In einem galvanischen Beschichtungsverfahren wird diese untrennbar auf die Aluplatine des Absorbers aufgebracht. Wie kommt es jedoch, dass so hohe Absorbertemperaturen im Kollektor entstehen können? Dazu betrachten wir zunächst, was passiert, wenn die Sonne auf eine normal schwarze Fläche scheint. Etwa 95% des Lichts wird von der schwarzen Fläche geschluckt oder absorbiert, der Rest wird reflektiert. Der Absorber heizt sich auf und gibt Energie an die Solarflüssigkeit ab. Ein Teil der Energie geht jedoch wieder als Wärmestrahlung verloren. Dabei ist die Intensität der Wärmerückstrahlung bei schwarzen Flächen mit ca. 88% Emission sehr hoch. Anders bei einer Selektivbeschichtung, mit der der Sunstrip-Absorber ausgestattet ist. Auch hier wird ca. 95% des Sonnenlichts absorbiert. Durch die besondere Oberflächenstruktur der Aluminiumoxidschicht jedoch tritt kaum noch Wärmerückstrahlung auf, nur noch etwa 17%. Das bringt, bezogen auf die Temperaturen zur Warmwasserbereitung, beim Sunstrip-Absorber eine Leistungssteigerung von 15-20% verglichen mit schwarz beschichteten Absorbern. Doch nun wollen wir sehen, wie der Absorber zusammengebaut wird. An Werkzeug sind zunächst zwei Böcke oder Tische als Auflage für den Absorber erforderlich. Weiterhin brauchen wir zwei Verteilerrohre zur Verbindung mit den Absorberstreifen, dazu passende Anschlussfittings für die Lötarbeiten. Lötpaste mit Pinsel und Lötzinn, zum Reinigen der Lötstellen Putzvlies und Messingbürste. Einen Lötbrenner, dazu reicht zum Beispiel ein Campinggasbrenner aus, sowie Feuerzeug und Putzlappen. Die Sunstrip-Absorberstreifen werden auf den Böcken parallel ausgelegt. Durch das geringe Gewicht von 2,2 Kilogramm pro Quadratmeter ist es möglich, diese Absorber bis zu einer Größe von 6 bis 10 Quadratmetern zu fertigen. Dadurch vereinfacht sich der Aufwand für die Kollektorverrohrung und auch der Wärmeverlust fällt etwas geringer aus. Der Absorber kann sowohl waagrecht als auch senkrecht angeordnet werden, je nachdem, in welcher Richtung sich eine größere Absorberlänge ergibt. Eine mitgelieferte Bauanleitung erläutert die einzelnen Schritte. Das Verteilerrohr wird mit den Absorberstreifen durch eine Weichlötung verbunden. Das Absorberlöten ist vergleichbar mit dem von Lötfittings. Hier ist der Absorber als Muffe und der Anschluss am Verteiler als Nippel ausgeführt. Vor dem Zusammenstecken wird der Absorberanschluss innen mit der Messingbürste und der Verteilernippel außen mit dem Putzvlies gereinigt. Danach lässt sich leicht eine druck- und temperaturbeständige Lötverbindung herstellen. Damit auch während des Lötvorgangs keine Kupferoxidschicht entstehen kann, werden die Anschlussnippel mit Lötpaste dünn eingestrichen. In der Paste sind bereits feine Lötzinnpartikel enthalten, die die Lötverbindung noch sicherer machen. Die Nippel werden ca. 1 cm tief in die Absorberstreifen eingesteckt. Zwei diagonal gegenüberliegende Verteilerrohrenden werden mit Kupferkappen verschlossen. An den beiden anderen werden die Anschlussfittings angelötet. Beim Löten ist darauf zu achten, dass die Lötstelle nicht überhitzt wird. Daher die Flamme in Richtung Absorberende halten. Wenn die Farbe der Lötpaste von grau in silbrig glänzend umschlägt, ist die Arbeitstemperatur erreicht. Das Lötzinn schmilzt und wird in den Kapillarspalt zwischen Muffe und Nippel gezogen.
Nach dem Abkühlen werden die Lötstellen mit einem feuchten Lappen gereinigt. Um festzustellen, ob alle Lötstellen dicht sind, sollte man den Absorber abdrücken. Dazu kann er mit einem Schlauch an die Wasserleitung angeschlossen werden. Den anderen Rohrausgang verschließt man vorübergehend mit einem Stück Schlauch und Stopfen. Neben einer optischen Kontrolle ist es auch zweckmäßig zu fühlen, ob nicht irgendwo Wasser austritt. Zur Versteifung des Absorbers wird er zusätzlich mit zwei Alublechstreifen als Querverstrebung stabilisiert. Diese Streifen werden auf der Rückseite des Absorbers entweder mit Blindnieten oder Alublechschrauben befestigt. Wie der Sonnenkollektor ins Dach eingebaut wird, zeigen wir Ihnen hier an dem Modelldach. Der Sonnenkollektor, den wir bauen wollen, hat eine Fläche von 5 Quadratmetern und reicht für die Warmwassererwärmung eines 3- bis 4-Personen-Haushalts aus. An Material benötigen wir neben dem gelöteten Absorber die Glasscheiben zur Kollektorabdeckung, Mineralwolleplatten zur zusätzlichen Wärmeisolierung, ein paar zusätzliche Dachlatten, Alu-Wärmeschutzfolie als Unterlage für den Absorber, SB-Titan-Zinkblechprofil zur seitlichen Dacheinbindung, Alu-T-Profil mit Zubehör, um die Scheiben einzusetzen, Bleiblech zur oberen und unteren Dacheinbindung, Silikonkartusche zum Fugenabdichten und Gummidichtprofile zur Quer- und Längsabdichtung. An Werkzeug ist erforderlich Fuchsschwanz, Zollstock, Bohrer 4 mm, Hammer, Nägel, Blechschere, Kreuzschlitzschraubenzieher oder besser eine Bohrmaschine, ein scharfes Küchenmesser, Silikonspritze, Gripzange und ein Gummihammer. An der Stelle, wo der Kollektor installiert werden soll, sind bereits die Ziegel entfernt worden. Zunächst bestimmen wir genau, wo wir den Kollektor platzieren möchten. Oben sollen möglichst 3, seitlich 2 Ziegelreihen stehen bleiben. Der Kollektorabstand nach oben und unten sowie nach links und rechts sollte in etwa ausgemittelt werden, damit die Dacheinbindung später richtig sitzt. Bei dem 5 Quadratmeter Kollektor beträgt die Breite 3,79 Meter und die Höhe 1,45 Meter. Mit diesen Maßen wird nun ein Holzrahmen auf die bestehende Dachlattung aufgenagelt. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass man bei einem richtigen Dach meistens mit einer Leiter arbeiten muss. Diese sollte oben stets gesichert sein. Wichtig ist auch rutschfestes Schuhwerk. Ab einer Traufhöhe von 3 Metern sollte ein Gerüst aufgestellt werden. Oberhalb des Rahmens, dort wo die Ziegel aufliegen, müssen wir eine zweite Latte aufnageln, damit die Dachziegel später in einer Flucht mit der gesamten Ziegelreihe liegen. Innerhalb des Rahmens werden einige Latten mit dem Fuchsschwanz herausgesägt, um das Isolieren mit den Dämmplatten zu erleichtern. Zwischen die Dachlatten werden innerhalb des Rahmenfeldes die Mineralwolleplatten eingepasst. Auch der Zwischenraum von Latten und Folie zur Hinterlüftung des Daches wird abgedichtet, da im Kollektorbereich eine Dachhinterlüftung unerwünscht ist. Zusätzlich nutzen wir die Wärmedämmung zwischen den Dachsparren, die in der Regel bereits vorhanden ist. Als Wärmeschutz für die Dachkonstruktion und zur Isolierung des Kollektors wird die Alu-Wärmeschutzfolie ausgelegt und festgetackert. Um dem Kollektor ein einheitliches Bild zu geben, kann man die Stellen, die später nicht vom Absorber abgedeckt werden, mit Dispersionsfarbe schwarz streichen. Das ist vor allem bei Dächern, die man gut einsehen kann, zu empfehlen. Auf die Folie wird der Absorber gelegt und lediglich an der Querversteifung fixiert. Für die Absorberabgänge sind durch den Holzrahmen 2 Löcher gebohrt worden, die zusätzlich genügend Platz bieten müssen, um die Wärmeausdehnung des Absorbers aufzunehmen.
Der Solarfühler besteht aus einem kleinen Metallblock und wird mit einer Schraube und Mutter direkt auf das Absorberblech in der Nähe des Absorberausgangs befestigt. Später wird er an den Solarregler im Keller angeschlossen, um die Umwälzpumpe zu regeln. Wie beim Dachdecken arbeiten wir beim Kollektor nun von unten nach oben. Zunächst wird unten das Bleiblech mit der verzinnten Seite nach oben festgenagelt. Das Bleiblech ist sehr weich und lässt sich später genau der Ziegelform anpassen. Seitlich auf dem Kollektor-Lattenrahmen wird das SB-Zinkblechprofil so angepasst, dass es bündig mit dem Ziegel abschließt. Der Blechüberstand auf der anderen Seite wird einfach abgeschnitten. Dann kann das Profil auf dem Rahmen festgenagelt werden. Bevor die Aluprofile zur Glasauflage befestigt werden, müssen zunächst die Haltewinkel unten angeschraubt und einige Löcher gebohrt werden. Der Aluwinkel mit dem schwarzen Glasauflagegummi wird mit der Grippzange an das Aluprofil geklemmt. Mit dem 4 mm Bohrer wird links und rechts vom Steg ein Loch gebohrt und mit den M4x8 Schrauben befestigt. Um das Profil an den Holzrahmen zu schrauben, werden drei der Glas-T-Profile oben und unten mit je zwei Bohrungen 4 mm versehen. Die übrigen beiden Seitenprofile werden im Abstand von ca. 15 cm auf der Seite zum Absorber hin gebohrt. Auf beide Auflageflächen wird das Zellgummi geklebt, um zwischen T-Profil und Zinkblech abzudichten. Das Profil wird auf dem Zinkblech ausgerichtet und mit den Spackschrauben befestigt. Besonders hier empfiehlt es sich, eine Bohrmaschine mit Kreuzschlitzaufsatz zu verwenden. Beim Festschrauben wird das Zellgummi zwischen Alu- und Zinkblech eingeklemmt und bietet eine zuverlässige Abdichtung. Mit einer Maurerschnur richten wir die übrigen Alu-T-Profile genau aus, damit die Scheiben nachher richtig dazwischen passen. Denn wichtig ist nicht nur der Abstand der Profile zueinander, sondern auch, dass die unteren Glasauflagewinkel in einer waagerechten Linie fluchten. Zum Abdichten des waagerechten Spalts zwischen Glasscheibe und Kollektorrahmen werden oben und unten Hohlprofil-Moosgummis eingeklebt. Das Moosgummi besteht aus hochwertigem EPDM, damit es langzeitbeständig gegenüber Hitze und UV-Strahlung bleibt. Die geputzten, aber trockenen Scheiben legen wir zwischen die T-Profile ein. In diesem Fall verwenden wir bruchsicheres und hochtransparentes Solarsicherheitsglas, das eine reflektionsarme Oberflächenstruktur besitzt. Es lässt sich jedoch nicht zuschneiden und ist daher nur in Standardabmessungen einsetzbar. Alternativ dazu kann man auch das preiswerte Gartenblankglas einsetzen, das man beliebig zuschneiden kann. Mit dem EPDM-Gummiband werden die Glasauflageprofile abgedichtet. Das ist ein alterungsbeständiges Dichtungssystem, das auch nachträglich wieder geöffnet werden kann. Oberhalb des Kollektors, auf der doppelten Dachlatte für die Ziegelauflage, rollen wir das Bleiblech aus und nageln es fest. Oben können wir die Ziegel wieder eindecken. Zum Schluss wird das Bleiblech der Ziegelform mit einem Gummihammer vorsichtig angepasst. Der SB-Sonnenkollektor, den wir hier erstellt haben, kommt mit geringem Materialeinsatz aus. Denn die Dachkonstruktion wird als Grundgerüst für den Kollektor mitgenutzt. Was dieser Kollektor leistet, ist beim TÜV in München 1986 festgestellt worden. Dort wurden 14 komplette Solaranlagen im praktischen Einsatz getestet. Der Wirkungsgrad des SB-Kollektors gehörte zu den besten im Test, sowohl was die optischen als auch was die thermischen Eigenschaften betrifft. Darüber hinaus erreichte das Wagner & Co. Solarsystem das günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis aller getesteten 14 Anlagen.